Hey Willi, na, alles klar? Ja. Bock auf eine Super Bowl-Nacht? Ich weiß nicht, ich habe das noch nie so richtig verstanden. Kein Problem, kann ich dir erklären. Aber du weißt, was dann ansteht? Jo, wir drehen eine neue Nice to Know-Folge. Na dann, lass mal Ausrüstung holen. Also Willi, beim Football geht's ums Vorankommen. Und wohin? In die Endzone des Gegners. Und wie weit ist die weg? Also, das Spielfeld hat so 110 Meter, man startet in der Mitte 50 Meter. Schaff ich in 10 Sekunden. Stimmt, aber nicht, wenn du noch die anderen Mitspieler hast. Stimmt. Es gibt ja immer ein Team, welches verteidigt und das andere greift an, ne? Genau, na dann, lass mal probieren. Moment mal, wechseln. Du bist Verteidiger und ich bin Angreifer. Das ist doch nicht fair. Egal, weiter geht's. Okay, meinetwegen. Naja, ich muss jetzt mit dem Ball probieren, in deine Endzone zu kommen. Genau, und du hast 4 Versuche, um 9 Meter weit zu kommen. Okay, los geht's. Hey Willi, du bist echt so unfair und du hättest nicht mal den Ball. Ja, wie soll ich denn an den Ball kommen? Naja, es gibt ja den Quarterback und der ist sozusagen der Chef am Platz. Und entweder er gibt dir den Ball oder du fängst den Ball. Egal. Hauptsache, wenn du den Ball hast, rennst du. Und wenn ich das nicht schaffe? Dann wechselt die Mannschaft, die im Angriff oder in der Verteidigung ist. Aber versuch's doch einfach mal. Okay. Willi. Nein. 2. Immer noch nicht. 3. Jetzt schaff ich's. Ich stehe jetzt in einer Endzone. Was muss ich jetzt mit dem Ball machen? Du nimmst den Ball und lässt ihn fallen. Dann gibt's 6 Punkte. Touchdown. Das war's jetzt. Nee, du wirst zu deinen Mitspielern zurück. Und wenn die den Ball fangen, gibt's nochmal einen Punkt. Aber die kicken doch auch manchmal durch so eine Mistgabel. Stimmt. Und wenn die den Ball bekommen und gleich weiterkicken durch diese Mistgabel, gibt's nochmal einen Punkt. 3 Punkte sogar. Field Goal. Okay, begriffen. Können wir jetzt endlich diese Dinger abnehmen? Klar. So, und wann ist jetzt Super Bowl? Keine Ahnung. Finden wir noch raus. Aber würdest du kommen? Klaro. Cool. Das war jetzt unsere zweite Sendung, 361 Grad vor der Kamera. Ihr wisst, hier unten in der Beschreibung findet ihr unsere Website und wir sind dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.